Liebe Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück bei GTA 5. Das Atomic-Luftschiff wurde jetzt freigeschaltet. Rufe den Luftschiffverleih auf deinem Handy an, um dir das Luftschiff auf den nächsten gelegenen Übergabeort liefern zu lassen. Denn, ach ja, die automatische Speicher muss ich wieder anmachen. Ich habe ja so ein paar Nebenvideos gemacht, die nicht so ganz zur Story gehörten. Ich habe Cheats gezeigt und so weiter. Und dabei ein extra Safecam angelegt. Das ist das Autospeichern allerdings momentan aus. Das mache ich wieder ein, und zwar hier auf an. So, jetzt ist es wieder an. Gut. Also, es gibt ein bisschen was zu sagen. Und zwar zum einen hatte ich mir ja die Special Edition zu GTA 5 geholt. Ich war im Laden und dann waren da beide Versionen, die normale und die Special. Und ich dachte mir, komm, wenn du jetzt schon mal dieses Spiel holst, ja, ein besonderes Spiel, weißt du, und ach, ich weiß auch nicht, dann gönn dir halt jetzt die Special Edition, die war etwas teurer. Da ist dann Steelbook-Cover drin und da ist drin ein Blueprint von der Karte und so weiter und so fort. Und da ist eben auch so ein Code drin, mit dem kriegt man verschiedene Sachen. Und den habe ich jetzt eben eingelöst, denn ich war bis gerade noch nie online. Ich hatte die PlayStation nicht am LAN-Kabel bis jetzt beim Spielen von GTA 5, weil ich hatte das Spiel ja schon am 16. und es wurde zwar gesagt, auf der PlayStation wird niemand gesperrt, aber auf der Xbox wurden einige Leute gesperrt, die das Spiel schon vor dem Release gespielt haben. Ich wollte einfach nur auf Nummer sicher gehen, ich hatte keine Lust, dass meine Konsole gesperrt wird und habe deswegen das LAN-Kabel gezogen und jetzt habe ich es aber rangesteckt und anscheinend bin ich nicht gesperrt worden, weil einige hatten auch Panik geschoben von wegen, wenn man dann die Konsole anschließt, dann sehen die ja, wann man das erste Mal gespielt hat und dann sperren die Konsole und so ein Blödsinn. Jedenfalls bin ich jetzt das erste Mal online gewesen, habe dann den Special Edition Code im PlayStation Store eingelöst und da kriege ich, ich lese mal eben vor, Bonus, Outfits, Tattoos und mehr für die Charaktere, dann Stunt-Flugzeug-Challenges oder beziehungsweise Stunt-Flugzeug-Prüfungen auf der Karte, dann kriege ich einen Boost von 25% für meine Spezialfähigkeiten, also zum Beispiel bei Franklin das Fahren in der Slow-Mo. Es gibt angeblich zusätzliche Waffen, welche müssen wir noch rausfinden und man kann eben dieses Luftschiff fliegen, das kennt ihr bestimmt aus den Trailern, ich weiß jetzt nicht, ob wir gerade eins am Himmel sehen, aber es gibt auf jeden Fall so ein großes Luftschiff, so ein Zeppelin, den kann ich dann halt jetzt fliegen, also das sind so die Special Edition Inhalte und die habe ich aktiviert. Des Weiteren, was gibt's noch zu sagen, ja, wegen der Radiomusik, also ich habe jetzt, nachdem ich schon jetzt 20 Parts oder so gemacht hatte, ich habe da vorher mich nicht drum gekümmert, habe da auch nie bei irgendwelchen anderen YouTubern geguckt, aber in den Kommentaren habe ich das gelesen, dass große YouTuber wie Gronkh und Saraza und Pizmit und so weiter das Radio im Spiel immer ausmachen, wegen der GEMA, denn die Musik da drin, da laufen ja ganz aktuelle Lieder, da läuft ja Rihanna und Dr. Drew und Snoop Dogg und all sowas, also wirklich aktuelle Poplieder, nicht so wie bei GTA 4 irgendwelche alten Sachen oder so, die niemand kennt, sondern wirklich aktuelle Poplieder und die GEMA hat ja so eine Erkennungssoftware, wenn die erkennen, okay, das ist irgendein Lied, das wir verwalten, von dem Künstler verwalten wir die Rechte, dann werden die Videos ja, ihr kennt das, in Deutschland gesperrt und dann hat man dieses wunderschöne Zeichen, ja, GEMA, das tut uns leid, da die GEMA die Nutzungsrechte nicht eingeräumt. Und kennt ihr sicherlich alle, ich würde fast vermuten, jeder in Deutschland, jeder vernünftige Mensch in Deutschland benutzt dann ProxTube, das ist ja so ein Add-on für den Browser, das dann über ein Proxy das Video startet und dann kann man jedes Video, was in Deutschland von der GEMA gesperrt wird, trotzdem gucken. Ob das so ganz legal ist, weiß ich jetzt nicht, aber es macht, denke ich mal, fast jeder. Weil man kann sich das ja nicht bieten lassen von der GEMA, dass die ganzen Videos in Deutschland gesperrt werden. Das wäre natürlich beim Let's Play trotzdem ärgerlich, weil dann müssten sich alle von euch diese Sachen runterladen und so weiter. Und also wie gesagt, deswegen haben Gronkh und so halt immer das Radio ausgemacht im Spiel. Ich meine, wenn man da drüber quatscht und da noch Geräusche im Hintergrund sind und so, dann wird das meistens wahrscheinlich nicht erkannt von der Software. Aber es kann eben passieren, wenn ich mal länger leise bin und das Lied läuft relativ laut, dass es dann erkannt wird und dass dann das Video in Deutschland gesperrt wird. Das wäre natürlich ärgerlich. Und das wollen wir überwiegend vermeiden, aber ich muss sagen, ich habe jetzt ja schon ziemlich viele Videos hochgeladen, habe in vielen Musik drin, habe auch teilweise mitgesungen, habe auch teilweise das laufen lassen, einfach nur ohne dabei Geräusche zu haben, ohne dabei zu reden und ich habe bis jetzt kein einziges gesperrtes Video, zumindest hat mir noch keiner was geschrieben, dass irgendein Video gesperrt wäre. Ich riskiere es mal weiter, wenn wirklich was passiert, dann ist es natürlich scheiße, dann muss ich die alten Videos wahrscheinlich runternehmen, muss sie nochmal neu bearbeiten, muss die Stellen dann rausschneiden, muss nochmal hochladen, es ist viel Arbeit, aber für mich gehört das Radio einfach dazu. Wir könnten ansonsten auch natürlich den Talksender laufen lassen, West Coast Talk Radio. Da ist ja keine Musik drin. Gut, das müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Bis jetzt habe ich mich ja nicht drum gekümmert und ist auch nichts passiert. Also im Endeffekt weiß ich nicht, ob ich es nicht einfach so lassen soll weiter und mir keinen Kopf machen soll. So, jetzt aber auch genug gequatscht soweit. Außerdem habt ihr mich darauf hingewiesen, jetzt nach 20 Parts denke ich dann mal dran, dass ich die Spezialfähigkeit vor allem auch von Franklin doch mal öfter nutzen soll, weil er ja beim Fahren, wir können das mal eben anmachen,
diese Slow-Mo aktivieren kann, mit der man wirklich jede Kurve mit Top-Speed ganz genau nehmen kann. Und das ist ja seine Spezialfähigkeit und die habe ich bis jetzt kaum benutzt und dann haben einige geschrieben, benutzt die doch mal und ja und so weiter und so fort. Ich wusste auch vorher, dass ich die benutzen kann, habe mich da jetzt nicht so drum gekümmert, weil beim normalen Fahren komme ich auch so zurecht, dann brauche ich eigentlich gar nicht so eine Spezialfähigkeit. Das ist eigentlich vor allem für, denke ich mal, Rennen oder für Verfolgungsjagden gut geeignet, aber ihr habt das geschrieben, deswegen mal schauen. Wenn wir es irgendwann mal brauchen können, dann werde ich es auch nutzen. Haben wir selber Autonummern weiß. Ich finde ja, von hinten sieht es so ein bisschen aus wie ein Opel Insignia und von vorne hat's was von einem Maserati oder so. Die Autos sind ja oft auch nicht ein spezielles Modell, sondern die sind sehr oft auch gemischt aus zwei, drei verschiedenen Autos in real. Zum Beispiel dieser, der eine Wagen, der von vorne aussieht wie ein Lambo, hat ja hinten so einen Pagani, ein Pagani-Heck und so weiter. Also das, die Wagen sind ja auch gemixt. Gut, soweit so gut. Wir haben jetzt noch viel Blödsinn gequatscht hier. Wahrscheinlich ist der Part schon fast wieder rum, obwohl ich nur Sachen geredet habe. Was möchte ich machen? So, wir schauen jetzt mal erstmal, der hat hier drei Missionen und Michael hat zwei Missionen. Dann würde ich sagen, machen wir mal hier eine. Wir können zu T, wir können zu M, wie Michael würde ich vermuten. Und wir können zu den Fragezeichen. Und dann ist da noch so ein komisches X. Das sind jetzt diese Stunt-Flugzeug-Challenges, die ich jetzt machen könnte, wegen der Special Edition, die ich vorher noch nicht drin hatte. Gut, ich würde sagen, wir fahren einfach mal zu M. Und jetzt mache ich mir aber auch mein scheiß Radio wieder an. Ey, da könnt ihr mir doch sonst was sagen. Und jump! Und jump! So, jetzt können wir mal hier das Ding anmachen zum Beispiel. Dann komme ich nämlich hier um die Kurve mit Highspeed, ohne mir Sorgen machen zu müssen. Crashe nix und so weiter. Und das Gute ist halt, man muss es nicht auf einmal aufbrauchen, sondern man kann auch einfach nur das 2 Sekündchen anmachen. Dann geht nur ein kleiner Prozentanteil von dem Balken unten rechts, dieser gelbe kleine Balken, geht dann weg. Und dann kann ich es wieder ausmachen und das ist immer noch relativ voll. Und ja, wir haben ja gelernt, das lädt sich auf, wenn ich schnell fahre, wenn ich nah an Leuten vorbeifahre und so weiter und so gut und so fort. Also das sind eben die Spezialfähigkeiten. Und das ist eben Michaels Spezialfähigkeit hier, ne? Franklins Spezialfähigkeit hier. Ich finde den Wagen ziemlich geil. Vor allem auch in dem Rot gefällt ihm echt gut. Muss ich doch mal sagen. So, jetzt ist mir das Radio aber doch etwas laut. Gut, wir sind auf dem Weg Richtung M. Und dann haben noch welche gemeckert, dass ich, also das sind alle Sachen, die sind vor 10 Parts oder so von euch angemerkt worden. Nur ihr müsst wissen, ich hatte ja schon am ersten Tag 10 Parts hochgeladen. Das heißt, ich habe sehr viel vorproduziert. Oh, den will ich haben. Das heißt nämlich dann auch, dass ich die Sachen ja erst sehr viel später dann in den Videos beantworten kann, die ihr geschrieben habt. Aber jedenfalls hat er auch, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Sorry about that, Sweden. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, jetzt hatte noch jemand gesagt, dass ich nicht immer so blind nach dem GPS fahren soll, weil ich ja dann die Stadt nicht kennenlerne, sondern ich soll ein bisschen selber die Stadt erkunden und ohne GPS fahren. Deswegen fahren wir jetzt gerade zu dem M auch ohne GPS-Markierung, weil ihr das gesagt habt. Und ich muss sagen, den Wagen, den kennen wir schon. Wie heißt der hier nochmal? Was steht drauf? Felsa. Den kennen wir schon aus GTA 4 zumindest. Ich weiß nicht, ob es den vorher auch gab. Das soll ja, glaube ich, das Zeichen ist ja, glaube ich, ach, ich weiß gar nicht genau. Aber der ist hier natürlich jetzt sehr getuned, hinten mit dem Spoiler vorne, also hinten mit der Heckstoßstange, meine ich, und vorne mit der Stoßstange und den Felgen und so. Und der Motorhaube ist ein ziemlicher Tuner und der klingt verdammt geil, finde ich. Okay, jetzt habe ich es ein bisschen spät aktiviert, jetzt kam ich da auch nicht mehr drum. Und die zeigt mir den Stinkefinger, ich glaube es auch. So, wir sind bei Michael. Tatsächlich war das M für Michael. Das heißt, wir machen hier mal den nächsten Auftrag. Warum er diese hippen Klamotten anhat, weiß ich auch nicht. Die hatte er an, als ich wieder ins Spiel gegangen bin. Die Sonnenbrille und den weißen, engen, langärmeliges T-Shirt oder Sweatshirt oder was das ist. Schönen guten Tag. Jemand zu Hause? Ah ja, da sitzt er und trinkt sich ein. Oh, hey, there you are. What's cracking? So, we all good? Hell yeah, we all good. We did. Yeah, you fucking ain't right, we did. So, here's the shot. Lester's offloading the gems. He knows a guy. Get us 50 cents on the dollar. Hell, we might actually have a little spending money left after we pay off that psychotic Mexican motherfucker. Whew, cheers. So that's that, right? I hope so. The whole job. Everything about it. Anyone who knows your file... What is wrong with you? Davey! Long time no see. And what about Trevor? If that fruitcake realizes, no, finds out you're alive, you are D-O-N-E fucked! Hey, don't worry about Trevor. Trevor's dead. It's gotta be. Besides,
I didn't have nothing to do with it. Whatever the hell it is you're talking about. Really? The criminals are believed to escape with millions of dollars worth of gems, oh, precious stones, and engagement rings. Albert's story had a lucky escape when the thieves ran straight into it. Yeah, I was just doing my job, and I say to this guy, hey, you gotta move these bikes. I don't know anything about that. Okay, this other guy runs out of the shop, he pushes me over and says something like, you forget thousands of things every day. You make sure this is one of them. That was pretty scary. Back to you in the studio. You wanna get lit now, sugar? Trevor, baby, you wanna smoke up now? Don't do it, Johnny. Don't do it. Trevor, you been with my girl again? I'm speaking with you, asshole. Don't do it, Johnny. I told him, Trevor. I told him. We all get high. We all get high. But that don't make it right. Johnny, leave it. The crystal has got us, babe, but don't make it right. Don't make nothing right. Not what you've done with me. I'm telling Johnny, leave it. I ain't leaving nothing. Trevor, I'm talking to you, motherfucker. Are you? What are you saying? Fucking my girl, man. It's wrong. Well, I gotta fuck someone. You want me to fuck you instead? Is that the problem here? Take off your pants, cowboy, all right? Let's fuck. You think this is funny? Get them off! I told him to leave it, Trevor. I told him. Leave it. Leave it. Shut up, Ron. I'm about to fuck me a meth head, ain't I, cowboy? Get my boy sucked from his toothless gums, huh? Fuck you, Trevor. Oh. I still love her. All right, cowboy. Hey, I know. Hey, come on. Shh. I don't mean nothing by it, man. I know. I'm messed up. I know, cowboy. It's okay, man. Give me a hug, yeah. You fucking shit! Cut! 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 Who the fuck are you speaking to? Who? Who? I'm talking to you, huh? You fuck! Johnny! Huh? Next time, don't get in my fucking face! I just saw a fucking ghost and I gotta hear your crap! Get up! Get up! Fuck you then! Johnny! Wait! Fuck! The wheels are in motion. We gotta reach out to the rest of them. Okay, wir haben gerade soeben den dritten spielbaren Charakter kennengelernt. Ich darf vorstellen, Trevor. Und was wir bis jetzt so von ihm gesehen haben, war jetzt nicht viel, aber er kommt erstmal nicht so sympathisch rüber. Er wohnt hier, oder er war hier, ich weiß, er wohnt da wahrscheinlich, das war ja die Freundin von dem Typen, der jetzt da hinten liegt und gerade am Verrecken ist. Aber auf jeden Fall wohnt er ja wahrscheinlich auch hier in dieser Gegend. Ist sehr ländlich hier das Ganze, total runtergekommen. Die sind alle drogenabhängig. Er sieht sehr ungepflegt aus, ganz dreckig. Und ja, ungepflegt, wie gesagt, dann hat er irgend so eine Meth-Ho gebumst, dann ist er sehr gewalttätig, nur weil der Typ halt sich darüber aufregt, dass er seine Freundin fickt, okay, das kann ich irgendwo verstehen, rastet er komplett aus und tritt ihm den Schädel ein, also ein sehr rauer Typ vom Land. Bin echt mal gespannt, wie wir den noch kennenlernen, ob wir uns noch mit dem irgendwann identifizieren können oder ob das immer das Arschloch bleibt. Bis jetzt ist er mir an sich nicht so sympathisch, aber mal schauen, wir steigen mal in den Laster. Und ja, wie gesagt, herzlich willkommen, Trevor. Begib dich nach Grapeseed. Also wie gesagt, das ist ja sehr ländlich hier, irgendwo in der Wüste. His name is Michael Townley. Sounds like he's living in Los Santos. Find him. Really? My cousin's there, but I don't... Find him, Wade! Does this mean I don't have to come see the bikers? We're in a hurry, but not that much of a hurry. But if we bury Johnny in the desert and then quiet down that bitch Ashley he was in, then they don't need to find out about it. You think it's clever to disrespect women? Disrespect? What? I wasn't disrespecting. I was just saying we should kill her. You called her a bitch. Ain't you got a mother? Everyone got muggers, at least one. Also,
Oh, da ist ein Tier langgelaufen. Das ist ja auch eine der großen Neuerungen jetzt in GTA 5. Ich meine, okay, wir hatten früher auch mal Vögel, die irgendwo langgeflogen sind. So kleine, schemenhafte Wesen im Himmel. Aber richtige Tiere gab es nicht. Jetzt haben wir hier Hunde, wir haben Rehe, wir haben Haie. Ich habe zwar noch keinen gesehen, aber wir wissen, dass es welche gibt. Die werden wir uns natürlich auch anschauen. Und hier haben wir sogar Wildwechselpass auf. Den nehme ich mit. Oh. Und er fährt nochmal drüber. Guckt ihn dir an. Ja, die Leute vom Land, die haben keinen Respekt vor der Natur. Okay, jedenfalls gibt es jetzt auch Tiere. Und wir können auch jagen gehen. Das werden wir wahrscheinlich auch alles noch machen. Ich muss sagen, der eine Typ, der jetzt mit uns da im Auto geredet hat, der klingt schon richtig wie so ein Inzestjunge vom Land. Weißt du, kann nicht richtig reden. Der klingt echt wirklich sehr gestört und dumm. Also auch hier wieder typische Klischee-Erfüllungen. Hier auf dem ländlichen Gebiet, da sind es alles Rassisten, die sind ein bisschen dumm, die betreiben Inzest, nehmen Drogen. Okay. So, hier sind wir bei der Farm. Was genau wollen wir hier? Da sind die Biker und jetzt? Whoa, 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 whoa. Hey, you seen Ashley? Johnny's looking for. Well, you know, as a matter of fact, I just did, just 10 minutes ago. Yeah, I saw her on the end of this penis here. Johnny ain't gonna be cool if you messin' with her again. Oh, really? Well, you don't think so, huh? Well, why don't we just ask him then, huh? Hey, hey, cowboy! You mind that I fucked your old lady? Sorry! What was that? Oh, no, 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 you don't mind? Oh, because you're a dead man? And the only sentient part of you left is this little bit of brain and the gristle on the end of my boot? Well, thank you very much, cowboy! Bullshit! Oh, I like it, denial! That is first part of the grieving process, brothers. Now let's all hold hands, huh? Well, looks like you got something you want to say, huh? You got something you need to say? This better be bullshit. Oh, where are you guys going, huh? Let's go, ladies! Also, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich bin mir relativ sicher, dass das die Jungs sind aus The Last and Damned, dem Add-on zu GTA 4, was ziemlich geil war. Also das Biker Add-on zu GTA 4. Folge dem Lieferwagen. Also wieder ein ganz anderes Setting hier, raus aus der Stadt, total ins Land, ländliche Gebiet. Aber sieht verdammt geil aus hier. Did you see the look on their faces? We scared them, didn't we? Yeah, thank fuck they didn't make you for the harmless idiots you are. Okay. Soll ich nur folgen oder soll ich die von ihren Bikes runterholen? Achso, ich darf auch schießen. Okay. Nehmen wir mal hier die Abkürzung. Eine Sache, die finde ich etwas schlecht gemacht, muss ich sagen, ist, dass man während der Fahrt, wenn man da schießt, nur eine Taste hat für Zielen und Schießen. Das heißt, sobald ich zielen möchte, fängt er auch an zu schießen, was dann dafür sorgt, dass man relativ viele Schüsse daneben setzt, weil man erstmal treffen muss. Hold off till we get there, right? So, den zweiten Biker haben wir. Und jetzt noch da hinten den Truck. Hinterher. We might be able to jump across there. Oh, ich hätte da rüberspringen können. Habe ich jetzt verpasst. Egal. Maybe you should hold off shooting the van. The van won't get there if we shoot it too much. Ach so, wir sollen ihn nicht beschießen. Okay, ja, das habe ich jetzt gerade erst gehört. Wir sollen also nur hinterher fahren. Aber die Biker auszuschalten war richtig, ja? Okay. I got a feeling, yeah, but we gotta make sure. Once you know, you could drop me and Wade at the trailer. Maybe bring Chef to finish them. We do this now, Ron, all of us. Should these bikers be on bike? They're so dumb. That's right. Can't get their big old gut over the handlebars. But if they're in a van, ain't they bangers? Ach du Scheiße, der Typ ist geil. Ja, also das sind die Lost and Damned Jungs aus GTA 4 The Lost and Damned. Finde ich geil, war ein geiles Add-on, war eine wirklich eigene Story, Hammerding. The Ballad of Gay Tony fand ich zwar noch besser, das habe ich ja auch let's played, aber... so, erledige die Biker. Der gelbe Balken unter dem Radar zeigt den Stand von Trevors Spezialfähigkeit. Drücke L3 und R3 gleichzeitig, um Trevors Fähigkeit zu aktivieren. So, jetzt schaue ich aber erstmal ganz kurz, was kann Trevor denn? Spezialfähigkeit 3 Balken. Ausdauer hat er keine, er ist sehr gut im Schießen, hat sehr viel Stärke, kann relativ gut schleichen und ist ein verdammt guter Pilot. Okay, und was hat er für Waffen dabei? Eine Schrotflinte. Okay. Durch seine Spezialfähigkeit richtet Trevor mehr Schaden bei Gegnern an. Er leidet selbst aber wesentlich weniger Schaden.
Und wir haben eine Slow-Mo, habe ich das Gefühl. Step right up! Step right up! Johnny's dead! Terry's dead! Clay's dead! You're all dead! Wodurch genau... Achso, die Spezialfähigkeit fühlt sich, wenn du Schaden nimmst. Ich habe jetzt nicht zu Ende lesen können. Wenn ich Schaden nehme und noch bei einigen anderen Sachen. Right at me, cocksnot! Oh shit, ich wollte eigentlich gar nicht da rausgucken. Ah, sorry. Ah, Trevor ist tot. Ja, war jetzt gerade wieder mal... Ach ja, okay. Erneut versuchen. Sorry. Es tut mir immer so leid für euch. Also mir ist das eigentlich relativ egal, wenn ich mal in einer Mission sterbe. Aber ich denke mir halt immer für die Zuschauer, nein. Jetzt denken die, ach, jetzt ist er auch schon wieder gestorben und... Ach, ich weiß auch nicht. Aber es, ja, man muss halt mehr mit Deckung arbeiten. Ich achte da nie so drauf. Weil ich mir immer denke, ja komm, das geht auch so. Aber im Endeffekt sollte man schon auch... Uiuiui, da habe ich, glaube ich, einen Tank getroffen. Man sollte schon auch die Deckung halt nutzen. Und da denke ich meistens nicht so dran. Zum Beispiel dann hier hinlaufen. Hinter das Ding gehen, da wieder verschanzen und so weiter. Step right up, step right up. So, wie gesagt, er richtet wesentlich mehr Schaden an. Und kriegt weniger Schaden selber. Und wie lädt es jetzt auf? Jetzt kann ich es nochmal lesen. Wenn du Schaden nimmst, beinahe Zusammenstöße erlebst und Ziele ausschaltest, erhalte einen extra Schub, wenn du Kopftreffer landest. Du kannst Trevors Spezialfähigkeit verbessern, indem du den Balken möglichst oft auffüllst. You